Hallo liebe Suchtis und herzlich willkommen wieder mal bei DayZ Banditen wie wir. Mit dabei die berühmte Jayla. Peace, ihr Feuerwehrmänner und Frauen. Okay, das war mal ein schöner Spruch. wo sind die anderen? Mit dabei natürlich der unsichtbare Hajo. Moin, moin. Ist er das? Ist er das? Ja, das ist er. Da hockt er, guckt neu an. Und mit dabei der psychopathische Marco. Den weiß ich gar nicht, wo er ist. Hallo, ich komme. Wo ist das Tier? Da ist er. Hallo. Mit angelegter Waffe. Hallo. Mystra ist heute leider nicht dabei, die ist verhindert und kann nicht uns treu zur Seite stehen, mit uns kämpfen. Letztes Mal waren wir ja in Elektro und da haben wir ja niemanden mehr gefunden. Wir waren da so verzweifelt, dass wir auf dem Dach Party machen wollten und Schüsse auf Marco abgegeben haben, unseren Scheiß, alle, wenn ich mich recht erinnere. Heute versuchen wir unser Glück in Tscherno. Tscherno? Hat ja, der hätte Tscherno. Fahrradkette. Wir sind hier etwas nördlich von Tscherno, da sieht man die Hochhäuser von Novoselki, glaube ich, oder was weiß ich, eine der Trabantenstädte halt von Tscherno. Dubki oder wie sie alle heißen. Und wir marschieren jetzt mal runter und gucken, was uns erwartet. Jo. Wir hoffen, dass wir diesmal endlich Spieler finden. Jo. Jo. No. Ja, das ist Jaylas Art, nochmal Hallo zu ihren eigenen Fans zu sagen. Die würde ich auch nochmal ganz besonders begrüßen mit Hallo, ihr Müllton. Schön, dass ihr wieder gelehrt seid. Ja. Ne? Aber nur Bio. Nur Bio-Müllton. Nur genau. Bio. Hier regnet's. Du regnest auch. Du hast nur eine feuchte Aussprache. Ja, ehrlich. Das sowieso. Also ich sehe hier keinen Regen. Ich mir wird doch nachgesagt, ich nuschle. Du mal doch mal, was du im Mund hast. Ja. Ich frage mich, wann ich mir das angeeignet habe. Ich hatte immer so eine schöne Aussprache. Jetzt regnet's. Wie ist das nur passiert, dass ich nuschelig geworden bin? Das ist, weil ich bin so faul, ich habe sogar keinen Bock mit dem Mund zu reden. Dann ist es so. Womit willst du denn sonst reden? Mit Händen und Füßen. Ja, nein, also, weißt du, so den Mund zu bewegen, da habe ich anscheinend auch keinen Bock drauf. Weiß ich nicht, ist komisch. Ist ja sehr anstrengend, die Kauleiste zu bewegen. Ja, ich habe früher auch mit Händen. Die hat schon genug mit Essen zu tun, also. Mhm. Dann noch reden damit. Und atmen. Atmen. Kann man notfalls durch die Nase. Mit Händen und Füßen kann man sich wirklich verständigen, wenn man die Sprache nicht kann. Habe ich 8 Jahre lang früher gemacht an der Tankstelle, am Autohof. Echt? Ja. Ich finde das nervig. Boah, ja, ist es auch nervig, mit Händen und Füßen zu akkumulieren. Oh Gott, du Gott. Akkumulieren. Schweres Wort, die Akku, Alter. Die Akkus müssen aufgeladen werden. Ja, ehrlich. Zu kommunizieren, meinst du? Ja, genau. Oder artikulieren. Ach, genau, danke. Laufen wir über Novoselki, ich dachte, wir... Ja, wenn du schon denkst, ne? Hab ich ihn gesehen, oder? Stechen weiter westlich in die Stadt rein. Ja, ist das denn Novoselki überhaupt? Ich dachte eigentlich auch. Was müsste Novoselki sein? Wir sind ja so ein bisschen nach Osten abgedriftet. Ja, nee, wir sind nach Westen abgedriftet, dachte ich. Also ich habe euch jetzt alle verloren. Nee, wir sind vom Startpunkt runtergelaufen, bergab. Nach rechts. Und dann leicht nach links. Marco? Ich dachte nach rechts. Ich würde auch sagen, diese Hochhäuser sind doch nicht Novoselki. Also ich bin auch nach rechts runtergelaufen. Ah, dann bist du wahrscheinlich eher da unten an der Straße. Also ich bin oder ja... Oder ist das Chapa? Ich glaube Chapawesk ist das. Chapewsk, so heißt Chapa. Es. Chapi. Ja, da hinten ist das Hotel, das große. Das ist Chapewsk. Ungewollt sehr weit westlich abgedriftet. Ja, sag ich doch. Ich dachte, wir würden ja zwischen beiden Hochhausstädten runterlaufen. Wo seid ihr denn? Da. Ja, ich aber Marco ist ja, da unten, glaube ich, irgendwo. Also ich bin gleich bei den Hochhäusern hier. Ja. Hochhäuser hier? Sechs Hochhäuser in einer Reihe. Das six in a row! Und hier six führt eine on Straße the beach. Rein. Ich bin auf der Straße jetzt. I am on the street. Jetzt warten wir hier auf Marco, oder was? Der kommt doch hier nie an. Marco, klebe ich irgendwann mein Navi an die Stirn? Ja, nicht. Der braucht einfach irgendwie, keine Ahnung, aber da ist er so, doch. So ein Seil, um den wir dann irgendwo einhaken können, dass er immer mitgezogen wird hier, Jayla. Du musst deinen Bruder immer mitziehen. Seid ihr noch, seid ihr noch näher Straße dran, hoch. Oder was? Straße hoch! Oh, ich bin noch online. Ach, da! Ja, jetzt sehe ich das. Kommen Sie bitte. Kommen Sie mal bitte mit. Ich habe euch dann gesehen. Mhm. Kommen Sie mal bitte jetzt. Ja, ich den wir abholen. Was? Ich war weiter links. Ob ihr am Rand wieder vorbeikommt, weil ich hier warte an der Ecke. Ja.
Nicht, dass ihr mich hier sitzt. Ja, ich sehe. Ja, du mit deinem Wuschelkopf da. Hier, ne, der gute Ayo hat hier, macht den Lausbuch. Hat einen Gili auf dem Kopf. Strumpfelpeter nennt man ihn. Gili überall. So, jetzt runter da in die Stadt. Nutzt alle nichts. Schüsse haben wir noch nicht gehört. Feinde sehe ich hier auch noch nicht. Ich dachte, bin nicht so sicher. Siehst du? Mein Fehler. Ich dachte, wir gehen oben rein. Was? Oben rein? Ja, bei den Hochhäusern da. Er will oben rein. Ich will. Oh, ey, das wird wieder eine Aufnahme hier. Ja. Was ist denn das für ein Wetter? Ich sehe nichts. Wir hatten vor der Aufnahme schon eine interessante Unterhaltung über Schläuche. Oh Gott. Oh. Ey, war das ein Schuss? Was? War das ein Schuss? Ich hab nichts gehört. Was bildest du denn nur ein, Jailer? Ich sehe die Stadt nicht. Weil ich auch nicht. Da laufen wir gerade dran vorbei. Ich lebe in meiner eigenen Welt. Das ist okay. Man kennt mich dort. Wir laufen bestimmt an der Stadt vorbei. Hier, ich sehe die ersten Gebäude. Oh, sicher? Ein Wachturm. Warum ist denn hier ein Wachturm? Was ist das für ein gefährliches Gelände hier? Das ist Balota. Nein. Ist das Balota? Balota Airfield. Hä? Das ist ein Scherz, ne? Ihr seid alle scheiße gelaufen. Da steht ein Seelan. Wie ist das denn passiert? Sehr weit westlich abgedriftet. Alter, Jungs, ey, jetzt. Aber Navi, ne? Zu mir sagen, ich brauche ein Navi, ne? Das ist ja jetzt merkwürdig, weil man so voll, man ist voll mit dem Gedanken losgelaufen, so, ja, gleich ist Tscherno. Und auf einmal taucht Palota vor dir auf. Wie lustig ist das denn? Ja, ich habe mich schon gewundert, dass die ganze Zeit hier keine Gebäude sehe. Also Leute, ne, wir stimmen jetzt ein bisschen um, wir gehen erstmal über das Palota. Also ich würde jetzt eigentlich außen rumlaufen. Wenn wir schon mal hier sind, dann sagen wir uns auch. Ja, ehrlich, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Airfield. So, weil die meisten Zuschauer. Außerdem, guck mal, hier kann man gar nicht so weit hier waren. So günstig, war es noch nie, so hier drüber zu laufen. Nö. Nee, gibt's nichts mehr? Nicht gesehen, aber, bitte? Gibt's hier nichts mehr? Nein, ich meine hier. Nö, ich glaube, nicht viel. Wenn dann höchstens in den Hangars da hinten, aber zwei Hangars. Und außerdem zum Looten sind wir ja nicht unterwegs, ne? Nee, das war nur eine Interesse halber. War ja auch lange nicht mehr in Balota. Also, das ist wirklich der Burner-Bier. Ja, so ist das mit dem Chaos Club hier. Chaos Club! Chaos Club, das Sea war Tscherno und wir kommen in Balota raus. Ja, ich wollte durch die Häuser gehen. Ja, du wolltest natürlich, du hättest es wie immer alles richtig gemacht. Ja, Marco, klar, absolut. Wäre ich durch die Wolkenkratzer gegangen, Alter, wäre ich genau angekommen, wo ich hin wollte, wo ihr gesagt habt. Ja, ich wollte auch. Ne? Sag ich doch. Aber jetzt sind alle anderen schuld, ne? Ja! Nur ich also, nicht. Wir laufen hinter euch her. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass wir ein bisschen weit westlich laufen, aber so weit westlich hätte ich auch nicht erwartet. Oh, geil, ich habe gar nicht gedacht. Ich dachte hier. Mein Kopf war leer. Du bist einfach hinterhergelaufen. Genau. Ich habe mir da so null Gedanken drüber gemacht. Das war hier an diesem Berg dann irgendwann so rausgekommen, dachte ich. Ja. So weit westlich wären wir gelaufen wohl, aber Balota hätte ich nicht. Das war hier aus diesem Waldstück rausgekommen. Ja, wir hätten von unserem Startpunkt am besten die Straße weiterlaufen sollen. Erstmal genommen und dann runter. Wir sind hätte Fahrradkette. Wir sind ja quer durch den Wald, ne? Ja, jetzt ist auch egal. Jetzt ist alles Geschichte, wir wissen, wo wir sind. Ja, wir folgen nur dem Anführer. Was? Wen guckst du denn? Welchen Führer? Nicht Führer. Anführer. Wer ist denn der Anführer? Ich will sehen, wen du folgst. Wer ist der Anführer? Einer von euch beiden. Was? Nix da. Marco läuft auch vor. Nein, das kann nicht sein. Ich laufe hinter Jailer. Guck, ich bin hinter Jailer. Bleiben Sie alle stehen. Stehen Sie alle. Keiner will der Anführer sein. Nee, ist ein Scheißjob. Ja. Du bist immer schuld. Ja, Kugelfang halt, ne? Das bist du ja. Den das Job hast du weiterhin. Ja, also der muss muss gar keine Sorgen machen. Du bewegst dich wie eine Fliege im Netz. Das ist gut, da wirst du immer als also gar nicht, ja? Ja. Oh, geil, ey. Der alte Fliegenverschlucker. Das ist ja der Witz dabei, oh. Ja, ist mir schon klar. Ich nehme sie alle. Ja, auch die Fliegen. Naja, ich sage, ich nehme die alle. Das war echt lustig. Ach ja. So, jetzt können wir aber langsam mal Schüssel haben, bitte. Ja. Ja, soll ich einen abgeben? Nein. Dann war es oft nicht weiter verwunderlich, dass wir in Balota keine Schüsse gehört haben.
Es ist ja anscheinend auch eher ruhig. Ja. Oh, macht keinen Scheiß, ey. Tja, schlechtes Wetter für Sniper. Oh, da ist Spieler vor uns. Spieler vor uns. Direkt vor uns. Ja, hab ich gesehen. Da unten rechts. Na, der redet mit uns. Wo? Where are you heading to? Wer hat ihn erschossen? Wer hat den erschossen? Ey, wir sind Banditen, du wirst gleich umgenietet, Alter. Nicht reden lange. Ja. Ey, wir haben von Anfang an... Ja, ist ja gut. Der hat ja nix. Eine Dose zu essen und das ruiniert. Ja, vielleicht hätte er Infos gehabt oder so. Wo er erschossen worden ist oder wer hier ist oder irgendwas. Erst geschossen, dann Fragen gestellt. Nee. Wir sind zwar Banditen, aber wir sind nicht hirnlos. Wir sind Banditen wird gleich erschossen. Ja, genau, das erschieße ich dich gleich, wenn Banditen gleich erschossen werden. Wir hatten schon so oft Probleme, wenn einer guckt, wir noch mal reden. Ist ja gut, jetzt entspann dich. Aber wie war das noch gerade? Du läufst den Anführern hinterher, ne? Ja. Und wenn die Anführer anfangen, mit dem zu reden, dann heißt das erstmal nicht erschießen, okay? Ja, wenn der Kuchen spricht, ne? Haben die Krümel ruhig zu sein. Oh, geil. Fliegenverschlucker sind dann mal ganz ruhig. Okay. Ich frag ihn gerade, wo er hin will, und dann sehe ich nur da Blutspritzen da. Aber ich hab's schon geahnt. Hey, das war mir klar, dass du es geahnt hast. Genau deswegen. Also genau wegen solcher Aktion ist das DayZ aus DayZ das Spiel geworden, was es ist. Jeder killt jeden sofort. Schussgeräusch auch. Sehr verbuggt. Ja, bei mir auch. Es war schluckt gewesen. Ja. Ja, hat geleckt bei mir auch. Verschluckt. Okay. Ja, verschluckt worden. Und hier. Huhn im Wald. Huhn im Wald? Huhn im Wald. Ich hab verstanden, Truhn im Wald. Runenwald. Nee. Ah, oh, geil. Er hat irgendwas von, außerdem hat er irgendwas gesagt von Zombies. Tja. Ja. Er wollte so viel noch sagen, das können wir jetzt, wissen wir jetzt alles leider nicht, weil du ihn ja noch erschießen musst. Er hat uns wahrscheinlich den Weg zu einem Goldschatz verraten. Klar. Und zum Regenbogen. Wo der Regenbogen, ja, ich wollte auch gerade sagen, wo der Regenbogen aufhört. Oder wie ich sagen würde, schickt die Pferde nicht zum Regenbogen. Kommt ihr mit zur Schule? Ja. Bin schon da. Richtig. Ja, da hier drüben. Ja. Na Leute, egal was ihr tut in eurem Leben, aber schickt die Pferde niemals zum Regenbogen. Okay. Beteiligte wissen, worum es geht. Geile Frage. Das ist jetzt die beste Frage, die ich hierzu gehört habe. Ja, da gibt es anscheinend keine Hafer. Los, weiter zur Feuerwehr. Das musst du die schlafende Jailer fragen, warum sie die Pferde nicht zum Regenbogen schickt. So was Kreatives rede ich im Schlaf. Warum auch immer. Hier kommen ein paar Zombies an, ne? Guck mal, die Feuerwehr hat ja sogar einen eigenen Bogen. Bogen A314 ausfüllen und dann... Seid ihr in der Feuerwehr drin? Nein. Ich bin gegenüber der Feuerwehr. Aber Jayla, du könntest Sieht mal einer eine Axt. Da kommt gleich ein Zombie um die Ecke. Was, Hannes? Du könntest hier noch mal nach Schläuchen suchen. Ja. Ja, Feuerwehr. Axt. Feuerwehr hinten ist auf. Da kommt er. Ja, bleib da weg mit Axt. Ich hab noch eine Pistole, falls du kommst. Er hat eine Pistole. Leute, er hat eine Pistole. Ist alles okay. Ich brauch nicht die Axt voll zu spielen. Genau. Ja, kannst du mal bitte die Waffe nehmen? Danke. Okay. Weiter geht's. Holy moly. Holy, also der Regen macht es irgendwie nicht einfacher, ne? Ja. Ist halt, guck mal, wie der Regen hier auf die Mauer prasselt. Schön. Mögt ihr auch Regen zuzuhören, also Regen zu lauschen? Ja, das Plätschern ist grundsätzlich erstmal ein gutes Geräusch, aber es gibt auch irgendwie Situationen manchmal, wo das nervig ist, wie Daisy. Ja. Ich habe heute dem Regen gelauscht. Hier stehen überall noch Zombies rum. Mein Gott, geht's jetzt wieder los? Wer ist das denn schon, Marco? Ja. Ja, okay. Ich hab dich auch gesehen, aber ich hab deine... Ja, ich dachte, ihr wärt doch, ich hatte euch noch hinter mir vermutet. Wer seid ihr denn?
wieder rüber gelaufen. Du warst mit mir in deinem Haus und dann raus, vor der Eingang und über die Straße rüber. Warte. Ich bin jetzt am Eckhaus, am Kiosk. Da ist ein Zombie. Kiosk, Kiosk, Kiosk. Ich wäre jetzt Strandpromenade. Oh Gott, wir haben Jailer verlaut. Hier bist du doch. Was? Hier bist du doch? Ach, da bist du. Jetzt hab ich euch verloren. Oh. Ja, wir kommen wieder dahin. Hab Marco gesehen bei den Garagen. Ich laufe Marco hinterher. Was ist denn hier verkehrt? Guck mal, was hier passiert ist. Wo? Ist das normal, dass hier so ein Schuppen in der Garage ist? Oh. Da war wieder ein Meisterarchitekt am Werk. Da hat der Praktikant gesoffen den Abend davor. Ja, sicher. Eieieiei. Das ist ja eigentlich schief gelaufen. Aber hier regnet es hier nicht. Ah, jo, wo bist du hin? Ich wollte mir schnell den Schuppen angucken. Achso. Ja, aber die beiden anderen habe ich jetzt verloren. Keine Ahnung. Ja, wir sind auch in dem Schuppen. Spawnt da wenigstens was? Ja. Das muss der Hajo jetzt kontrollieren. Ja. Ja. Der Luther King. Ey, Munitionsboxen liegen hier rum. Was? Wo? Hier, zwei Stück hier. Hier hinten auch noch eine. Tatsächlich? Ja, aber ruiniert. Ja, hier, was ist die? Ja, ist auch ruiniert hier hinten, die hier. Die drei Stück, ey. Respekt. Da läuft, ist ein Zombie-Agro an der Strandpromenade. Nein. Der ist nicht auf uns. Da schießt jemand hier. Schuss. Ja. Das kann ich wohl. Am roten Camperhaus, glaube ich. Wo ich lauf dahin. Camperhaus bei der Feuerwehr gegenüber, da waren die Türen auf eben. Ja, da hat auch, da ist auch der Zombie hingelaufen. Oh, Schuss auf mich, ich sehe den Schützen. Ja? Links von mir, ich bin. Ja. Ich habe auf ihn geschossen, ich habe ihn auch getroffen. Aber nicht im roten Camperhaus. Mann, ich wollte hier rein. Oh! Wo ist er denn? Weiß ich nicht, aber er hat auf mich geschossen. Schießt immer noch, wer schießt? Ich bin im Eckhaus, ne? Mit den blauen Türen. Schießt einer von euch! Nein. Ja, aber ich blute. Hören, wenn ich Schüsse höre. Der hat auf mich geschossen, glaube ich, zuletzt. Oh, auf mich schießt er! Frag mich, wo er ist. Ich hab ihn. Na, sauber. Ja? Ja. Ich hoffe, er ist allein, weil ich muss mich verbinden. Oh Mann, Alter, er hat mich überbekommen. Wer läuft auf der Hauptstraße? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, hier ist einer, noch einer. Kommt einer rein, hilft mir! Ich verbinde mich gerade. Ich war hinter der Mauer, ne? Ich hab dich da in der Ecke stehen sehen, Marco, glaube ich. Nicht, dass du mich meintest. Ich war aber nicht auf der Hauptstraße. Aber ich habe hier gerade jemanden laufen hören neben mir. Jetzt ist er. Dahin kommt blute ich denn immer noch? Ja, das bin ich. Du. Gut. Wichtige Angaben machen. Ich war nicht auf der Hauptstraße, Marco. Ja. Okay, hast recht. Hast gewonnen. Puh. Toll, er hat meine Jacke ruiniert. Double Red, Strandpromenade, liegt eine Leiche mit einer M4. Hä? Ja, wir haben doch den gerade erschossen. Oder nicht? Die hat eine M4? Ja. Die hat eine M4 gehabt? Zumindest ist da eine in der Luft, ich sehe sie aber nicht. Ich habe richtig Glück gehabt, ja. Hätte ich zuerst auf mich geballert. Ja, vor allen Dingen, er hat mich nur getroffen, weil ich nicht in die Tür reingekommen bin. Ich bin immer hin und her und dann, oh. Oh, was hat denn der für Munition? Oh, er hat mich auch getroffen, meine Jacke ist ruiniert. Ja, bei mir auch. Jacke und Hose. Nee, ja, aber Jacke ist Double Red checken, ich hab volle 60er Mac genommen. Jojo. Mann, Alter. Wo bist du denn, Jailer? Ich bin in diesem Eckhaus, wo die zwei Türen, die blauen Türen sind. Da, wo das Gefängnis oder was das da ist, auch drin ist. Oh, wer schießt? Ich nicht. Auf dich? Ich komme ran, Jailer. Ja. Auf dich oder was, Marco? Also, der war neben mir gleich. Was heißt das? Ich hab den Schuss gehört, so. Hier redet jemand, oder? Ingame? Ein Schwimmer! Hä? Okay, lass ihn abhauen. Abhauen, am Strand, der schwimmt und durchs Teer durch. Direkt, wo die Leiche liegt. Beste Taktik gegen Schwimmer, breite Hauptstraßen suchen. Dann kann man den noch treffen. Also, ich bin bei der Feuerwehr wieder. Gehen wir auch? Ja, weg hier. Also, ich würde am liebsten jetzt abhauen. Oh, er schießt. Ja, lass uns abhauen. Ja, hinter der Feuerwehr. Die kämpfe ich erst gar nicht. Das sind Bug-User, das fangen wir jetzt gar nicht an. Nur Granate. Ja, auf breiten Teerstraßen kann man die treffen. Ja, dann laufen wir auf Teerstraßen ab, aber ich hau ab vor dem. Ich nimm's nicht mit Bug-Usern auf, das mach ich nicht. Mann, ey. Das sind nur der Leute. Kommt hinter uns her. Hajo, weiterlaufen. Der ist hinter uns her. Nimm's nicht auf, Hajo, das ist es nicht wert. Nee, macht sich alle. Hajo läuft noch weiter, genau wie wir beide. Der schwimmt hinter uns her, nämlich. Jada, bist du noch mal hier? Ja, ich hatte gerade ein bisschen Problem mit der Steuerung. Oh, Zombie.
Der ist immer noch hinter uns her. Siehst du ihn auf der Straße? Nein, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, hinter uns ist auch der Herr Hanno, oder? Nein, ich sehe keinen. Mann, ey, gibt's denn nur so eine Muschis? Jetzt, sorry, aber ey. Wenn, dann besteht jetzt die Gefahr, dass da jemand in die Arme laufen würde. Ich laufe die Hauptstraße mit der, wo die Brücken, also die Überführung, laufe ich hoch. Ja. Kommen die gleich nach. Oh, Drecksau ist das, ey. Versteckst du hinterm Haus, ey. Ja, der schießt auf euch, ne? Ja, der hat mich getroffen. Oh, die laufen hier gerade voll gefährlich, ne? Ich glaube, da ist gerade... Ne, das ist nicht glaube ich, was ich hier... Ah, ist doch zum Kotzen hier. Kannst du laufen, was du willst. Der schwimmt schneller als hier ich rechts, laufe. Hier rechts vorsichtig sein, ob hier rechts einer ist. Warum? Ja, ist keiner. Ja, mir war so, als hätte ich da in einem blauen Tor vorbeihuschen gesehen, aber... Ah, wo keiner. Ah, jo, das bist du da auf der Straße, ne? Ja, ein Gillian. Du kannst ja eigentlich nicht... Ja, durch den Regen ist die Sicht nicht, nicht gerade gut. Oh, der hat mir nicht... Ja, mich haben sie auch erwischt. Das können wir hinterher umlecken. Jetzt fliehen. Naja, mit einem Schuss hat er meine ganze SVD-Munition weggemacht. Ja. Der ist immer noch hinter mir her. Der ist immer noch hinter mir her. Oh, Jailer. Du schießt wer? Ja. Was? Auf uns? Ja, also in der Nähe. Nicht auf uns, aber in der Nähe. Ey, halt. Na gut, das bist du. Gut, danke. Habt ihr gerade geschossen oder ist bei euch geschossen? Ja, ich hab geschossen. Er hat geschossen. Ja. Aua! Oh, jetzt schon wieder? Ja, ja, irgendjemand schießt hier, Alter. Ich schieße. Auf was denn? Schwimmen wir down. Ja. Nein. Nee, da sieht. Ja, ich glaube, ich hab. Oh. Hab mich mit aufgeschossen von hinten! Pass auf! Ich bin tot. Ich bin nicht tot, aber. Ich auch nicht. Ah, ich jetzt bin aber tot, ja. Unconscious. Noch da war jemand anders. Ja, ja, keine Ahnung. Ich habe aber auch welche laufen sehen. Hm. Ja, wir waren jetzt so unvorsichtig, ne? Ja. Oh, Alter. Aber ganz. Alter, ich werd getroffen. Ja, ich bin auch tot. Von vor uns, oder? Nee, hinter uns. Mein dann Charakter hat den Schwimmer nicht erwischt. Hat den Tod gefunden. Ey, der schwimmt schneller, als wir laufen können. Was ist das für ein Wichser? Jemand mit einem ganz Aua, kleinen Penis. Alter! Oh, Alter, ich blute. Er muss es damit kompensieren, dass er in einem Online-Spiel cheatet, um da irgendwie ein bisschen Befriedigung Alter, zu finden, weil er sonst im Leben nichts hinkriegt. Das war aber nicht der, das war ein anderer. Ja, ich bin ja ist doch egal. Ja. Bist du tot? Ja. Nee, unconscious. Alter, das darfst du nicht wahr sein. Hallo, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Bin angeschossen, laufe jetzt auf den Bahnschienen. Weiter nach Osten. Nee, von da sind Spieler. Bahnschienen sind auch Spieler. Ja, wir sind ja erschossen worden da. Wir sind, glaube ich, von normalen Spielern. An der Brücke, ja, ja, ja. Ja, 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 ich auch. Warte, ich hätte zwei noch gesehen. Ich habe erst gebrochene Beine gehabt und dann ich lag. Nördlich der Straße gelaufen. Ich bin ja jetzt südlich der Straße. Dann bin ich. Also das war genau das, was ich sagte, Jayla. Die Gefahr für uns besteht jetzt, dass wir jemanden in die Arme laufen. Du bist Richtung. Das habe ich mir auch gedacht. Dings, ja. Ne? Aber ganz ehrlich, von einem Hacker willst du dann halt abhauen und. Richtung ehemaligen Standort der Baustelle. Ja, also du auf der rechten. Also Richtung Standseite läufst du, ja? Oder andere Seite? Zwischen Straße und Schiene. Ist ja klar, dass wir dann unvorsichtiger sind, weil wir ja einfach erstmal nur weg wollen von dem Hacker. Ich bin auf der anderen Seite und da haben sie mich abgeschnitten. Die sind bestimmt oben auf das Tech-Gebäude, wo Jayla und Hanuma drauf waren. Ich glaube, ich bin voll Elektro. Ich weiß überhaupt noch nicht, wo ich bin. Also ich lauf im Osten mal zu der kleinen Kapelle und verbinde mich da. Hanno, bist du auch gestorben? Ja, ja, klar. Achso, ich dachte, du willst wärst doch unconscious. Nee, nee. Wollen wir die Folge jetzt vielleicht beenden? Weil ja, dann machen wir eine Folge hier, ne? Die ist zwar dann ein bisschen kürzere Folge, aber ist ja auch nicht mehr so schlimm. Das passt, glaube ich. Passt, ja. Ja, ja, zeitlich passt. So, Leute, wir rosten dann uns aus, ne? So. Ja. Und, ja, und gut, war jetzt eine blöde Situation. Wir wollten einfach nur weg vom Bug-User und dann waren wir natürlich ein bisschen unvorsichtiger. Und da werden wir wahrscheinlich auch auf einen anderen Server gehen, weil diese Bug-User bleiben ja wahrscheinlich da. Ja, und ja, Leute, ey, bitte cheatet nicht, benutzt keine Bugs und sonstiges, wenn ihr spielt. Ja. Ihr verderbt anderen Leuten echt den Spaß. Und ganz ehrlich, für eure eigenes Selbstwertgefühl bringt es ja auch nichts. Wer mit Cheats gewinnt, ja wow, was bringt dir das? Du hast ja nichts geleistet. Ganz einfach. So ist es. Es ist viel schöner, ehrlich zu gewinnen oder zu siegen. Das ist ein viel schöneres Gefühl. Also, bleibt fair. In dem Sinne, schönes Schlusswort. Danke, Jayla. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bam.